Nicht einer, sondern gleich zwei Bieranstiche. In Uttendorf wird der Biermärz doppelt eingeläutet. Ja, hurra, endlich Biermärz! Was es mit der Tradition im Innviertel auf sich hat, erklären uns die Braumeister später. Der Bürgermeister von Uttendorf und der Bezirkshauptmann von Braunau. Zwei Innviertler, zwei Fässer, eine Aufgabe. Es sind halt bayerische Kollegen auch da, was ich so gehört habe. Wollte mir einer sagen, dass es unter drei Schläge auch geht. Ja, der Druck ist jetzt natürlich gewaltig, weil der Herr Bürgermeister hat vorgelegt mit einem Schlag. Wir bemühen sie und schauen mal mit einem halberten Schlag, ob wir es schaffen. Es ist zwar unser Bezirkshauptmann, aber er ist nur ein wenig jünger, er hat nur Trainingsmöglicheiten. Das Innviertel hat die größte Brauereidichte, über 40 gibt es. 10 davon sind bei der sogenannten Bierregion. Ein paar Leute haben sich vor 12 Jahren zusammengesetzt und haben geschaut, was macht denn das Innviertel aus, was haben wir denn, was andere nicht haben. Und dann sind wir relativ schnell aufs Bier gekommen. Ja, und dann haben wir halt versucht, die Brauer, die sie alle kennt haben, aber halt nicht wegen von der Wein, dass wir sie alle einmal auf den Tisch zusammenbringen. Jetzt sitzen sie regelmäßig beieinander, tüfteln was aus, machen ein Biermärzprogramm, machen unterschiedliche Probierboxen. Ich glaube, wenn wir angefangen haben im Biermärz, hat es 40, 45 verschiedene Biersorten gegeben und jetzt kratzen wir an der 100er Grenze. Das APA brauen sie sogar gemeinsam. Es war damals also keine Schnapsidee, sondern eine bierige Erfindung. Die Biermärz-Tradition kommt aus einer Zeit, wo es keine Kühlung gab. Jetzt haben wir halt bis im März etwas mehr Bier eingebraut, das ist natürlich stärker eingebraut, in den Bierkellern, die meistens unter irgendwelche Gasgärten gelagert waren, eingelagert und halt über den Sommer ausgeschenkt und dann ist erst im September wieder die neue Bierbrausaison angegangen. Die besten Ideen entstehen bekanntlich am Stammtisch. Und dort kommen dann wiederum Sie ins Spiel, die Wirtsleute. Viele Stammgäste haben einen sogenannten Stammkrug, wie da vom Witte das auch namentlich graviert. Und es ist die Kunst der Kellnerin zu wissen, welcher Krug gehört wem. Im Innviertel bedeutet dieser Monat jetzt 31 Tage Bier, Kulinarik und Kultur.